Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor kurzem saß ich in meinem Büro und las eine Werbebroschüre der pharmazeutischen Industrie. Und als ich sie so durchlas, stellte ich auf einmal fest, es ist ja gar nicht von der pharmazeutischen Industrie, sondern es ist der Antrag 209497 von Schwarz-Grün, den wir hier zu verhandeln haben. Haben Sie den selbst geschrieben oder ist das ein unmittelbares Ergebnis der Marketingabteilung eines großen Pharmakonzerns, frage ich mich. Die hessische Landesregierung sorgt sich um den Standort Hessen mit Blick auf die pharmazeutische Industrie. Und in der Tat, die pharmazeutische Industrie bietet in Teilen relativ gute Arbeitsplätze und stellt in weiten Teilen auch Produkte her, die für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung von hoher Bedeutung sind. Aber was Sie hier vorgelegt haben, das ist ein reines Lobbypapier. Die Sorgen um die Versorgung von Menschen mit seltenen Krankheiten, haben Sie das nicht verstanden? Nee, ich glaube, Sie sorgen sich um die Profitrate. Ich glaube, Sie sorgen sich ausschließlich um die Profitrate. Aber vergegenwärtigen wir uns nämlich genau diese Profitraten der relevanten Akteure, dann werden Sie feststellen, dass die pharmazeutische Industrie auch hier im Verhältnis zu anderen Branchen sehr gut darstellt. Ich will es am Beispiel BioNTech, ist ja schon genannt worden, will ich mal sagen, der Aktienkurs betrug im Oktober 2019 11 Euro, im Februar 2022 153 Euro. Von 11 auf 153 Euro in nicht mal 2 Jahren. Ist auch kein Wunder, denn im Jahr 2021 hat BioNTech laut Focus beim Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro ausgewiesen. 19 Milliarden Euro Umsatz, 10,3 Milliarden Nettogewinn, alle Achtung. Und zur Frage, ob das eine Corona-Besonderheit ist, schreibt die Deutsche Welle in ihrem Faktencheck sinngemäß, nein, die Profite der Pharmaindustrie waren auch vor Corona schon hoch. So, und vor diesem Hintergrund relativieren sich natürlich auch die relativ guten Einkommen der Beschäftigten in der Pharmaindustrie, wenn man sie mit anderen Branchen vergleicht, dann sind das relativ gute Einkommen. Wenn man es vergleicht mit den Einnahmen und der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Pharma-Riesen, dann relativiert es sich. Und dann sorgt sich Schwarz-Grün um die Erhöhung der Herstellerabgabe für Arzneimittel. Und das beschränkt den wirtschaftlichen Spielraum für die pharmazeutische Industrie. Diese Abgabe, die wird rübergezogen in die Versichertengemeinschaft. Das Geld wird verwendet, um Beitragsmittel zu senken. Und angesichts der exorbitant hohen Preise hier in Deutschland sollte doch eher darüber nachgedacht werden, wie diese weiter gesenkt werden können. Denn schließlich zahlen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und alle Versicherten die Krankenversicherungsbeiträge. Und eben zur Kostensenkung leistet die Herstellerabgabe einen Beitrag, die Sie jetzt so bekämpfen. Es wäre aber dringend nötig, darüber nachzudenken, wie wir an diese Preise reinkommen. Denn vergleichen wir diese Arzneimittelpreise hier in Deutschland mit denen in anderen Teilen Europas, so stellt man fest, die Gesundheitsversorgung wird hier mit Monopolpreisen erkauft. Kaufen Sie sich mal eine Packung Aspirin in Deutschland und kaufen Sie sich mal eine vergleichsweise in Griechenland. Dann werden Sie schnell verstehen, was ich meine. Und das gilt leider nicht nur bei Kopfschmerzmitteln, sondern das gilt für nahezu alle pharmazeutischen Produkte. Und Schwarz-Grün sorgt sich auch um die Kriterien für die Nutzenbewertung von Medikamenten. Medikamente, die nur einen geringen Umsatz erzielen, die dürften da nicht so harten Kriterien hinsichtlich der Bewertung des Nutzens unterzogen werden. Bei seltenen Erkrankungen. Ja, bei seltenen Erkrankungen. Ja, wenn es keine Rendite bringt und Sie deswegen mit Ihren kapitalistischen Methoden nicht in der Lage sind, dann ist wohl offensichtlich die Methode falsch. Gesundheit, ja, ich weiß, es macht Sie ganz fertig, aber Gesundheit darf keine Ware sein, die sich nach der kapitalistischen Verwertungslogik verkauft. Natürlich ist es sinnvoll, Rahmenbedingungen zu organisieren und die Nutzung des Standortes attraktiv zu machen. Aber wenn das Hauptkriterium die Profitmaximierung und nicht die Versorgung der Bevölkerung ist, dann läuft etwas schief. Und hier noch einmal zurück zur Firma BioNTech. Zweifelsohne die Herstellung des Impfstoffes in der kurzen Zeit und die relativ hohe Wirksamkeit, alles gut. Aber wenn diese Firma gleichzeitig eine Kommune erpresst, indem sie mit Standortverlagerung droht und so eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erwirkt, dann stimmt etwas nicht. Dann wird deutlich, dass nicht die demokratisch legitimierten Institutionen die Macht im Lande haben, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen. Unsere
frühere Bundeskanzlerin nannte dieses Phänomen einmal marktkonforme Demokratie. Ich sage, wenn wir überhaupt einen Markt im Gesundheitswesen brauchen, dann brauchen wir einen demokratiekonformen Markt. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf das Patentrecht. Schauen wir uns die Versorgung mit notwendigen Medikamenten in der ganzen Welt an, dann ist nicht mehr so weit her mit den ja sonst gerne propagierten Menschenrechten. Große Teile Afrikas, Südamerikas und Asiens leiden unter einer krassen medizinischen Unterversorgung. Und das ist nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten keineswegs akzeptabel, sondern bei der Impfstoffproblematik ist auch deutlich geworden, das schlägt auch zurück auf Mitteleuropa. Offensichtlich ist der Kapitalismus bereit, auch noch den Strick zu verkaufen, an dem er sich dann aufhängt. Viele Pharmakonzerne sind nicht bereit, ihre Patente freizugeben, auch wenn das Menschenleben kostet, Hunderttausende. Und wenn Union und die Grünen, die die hessische Landesregierung hier tragen, fordern, es bedürfe eines verlässlichen EU-Patentrahmens für geistiges Eigentum, um die Arzneimittelproduktion in Hessen, Deutschland und der Europäischen Union zu stärken, dann müssen wir auch darüber reden, was das für den Rest der Bevölkerung in der ganzen Welt und gegebenenfalls auch für die eigene Bevölkerung bedeuten kann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir müssen schnellstens dafür sorgen, dass die Nachfragemacht der Patientinnen und Patienten gegenüber den Anbietern, insbesondere gegenüber der Pharmaindustrie, gestärkt wird. Und dazu bedarf es einer einheitlichen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege. Und dazu bedarf es gegebenenfalls auch der Regulierung von Arzneimittelpreisen. Und die pharmazeutische Industrie, jetzt komme ich auf den Vorschlag von Herrn Schad zurück, sollte auf längere Sicht in der Tat nicht privatwirtschaftlich organisiert sein. Sie sollte sozialisiert werden. Und wenn wir jetzt gerade den Namen für Marburg nennen sollen, würde ich allerdings weniger an Thälmann denken, sondern ich würde vorschlagen, vielleicht VEB Wolfgang Abendroth. Das wäre ein Professor aus Marburg, nachdem es sich lohnte, ein solches Unternehmen auch zu benennen. Damit wäre eine adäquate Versorgung der Weltbevölkerung organisiert. Damit könnten Pandemien nicht auf die Bevölkerung in Mitteleuropa zurückschlagen. Damit könnten auch keine Mondpreise für Medikamente in Deutschland aufgerufen werden. Und nicht zuletzt wäre das ein Beitrag dazu, dass öffentliche Institutionen nicht mehr erpressbar sind und die politische Demokratie erhalten und zur sozialen Demokratie ausgeweitet werden kann. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.